Einmal quer rüber zum Boss. Ah. Wir bauten hier einen Zaun hin. Ich überlege gerade, ob ich erst hoch will. Wir können auch oben lang zum Boss, oder? Nee. Na doch, wir könnten dann von hier die Brücke machen. Ja, das ist voll gut. Lass mal hochgehen. Soviel zum Thema, wir machen erst den Boss. Das hat super funktioniert. Kann dann auch stumpf einfach ein Turret bauen? Ja, aber vielleicht will ich das gar nicht. Ach, scheiß drauf. Soll das Ring hier halt weglaufen? Oh, da ist noch eine Kiste. Okay. Wenn es mir halt direkt vor die Flinte läuft, hat es halt Pech. Ich hätte es halt leben lassen, wenn es weggelaufen wäre. So nicht. Auf die Insel kommen wir einfach nicht, ne? Also, da kommen wir einfach nicht hoch. Not gonna happen. Okay, dann suchen wir uns mal den Laufweg zu der Kiste raus. Da muss auf jeden Fall safe der Baum weg. Müssen eine Menge Bäume weg dafür. Vielleicht kann man irgendwann einen Jetpack craften. Es wird mich nicht wundern. Okay, der Baum musste halt voll nicht weg. Da steht wieder Fels im Weg. Der Busch muss da mal weg. Genauso wie der Busch. Und das Gestrüpp und der Zaun vor allem. Weg zu den Nordinseln. Kein Räumdienst während der Wintermonate. Na dann, ach, wir bauten hier einen Container hin. Ist ja furchtbar. Jetpack aus Holz und Elektroschrott. Sehe ich. Na komm. Gott. Voll weit zur Seite gelaufen. Schade, kein Gummi, aber immerhin Eisen und Stoff. Das ist auch in Ordnung. Das ist schon okay. Okay, ich wäre auch zu dir rübergekommen, aber gut. Dann gehen wir mal hoch. Okay, so nah am Wasser hätten wir jetzt nicht langlaufen müssen, aber... Hundis! Nice. Noch einmal Fell. Sehr schön. Ist hier sonst noch was? Nee. Dann einmal links rüber. Wir stellen hier so einen Baum in den Weg. Was soll denn das? Kommt doch kein Mensch durch. Ist doch wie dafür gemacht, um ins Wasser zu fallen. Aber nee, da kommen wir auch definitiv nicht rüber. Also das ist auch eine Strecke, die man springen könnte, aber ohne Angelstelle. Nehme ich. Gepäck. Angel, Lupe, Köder. Wie Schulterzucken, kannst du doch da locker angeln. Ich stell die mal nicht so an. Na, dann gucken wir mal, was da so bei rauskommt. EP-mäßig ist das so okay. Das sind ungefähr 3000 EP, die dabei rumkommen, kann man machen. Ist jetzt nicht super spektakulär, aber... Okay, das war voll wenig, es waren einfach nur... Alter!
Ich fliege, Jack. Ich fliege. Das war knapp, möchte ich behaupten. Okay. Gib mir mal bitte meine Axt wieder. Jesus, bist du's? Tja. Jesus hat halt ein Problem. Nicht Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden, sondern halt alle anderen Toten sind nach 3 Tagen auferstanden. Und wir kommen einfach Ostersonntag aus unserem Shelter und stellen fest, well, in Wirklichkeit Ostermontag aus unserem Shelter und stellen fest, nun, das ist nicht so gut gelaufen. Bedauerlich. Oh, es hat sich voll gelohnt, hier runter zu gehen. Das war total wichtig. Okay. Oh, da kommt schon der Boss. Also nicht das Vieh, sondern das andere tatsächlich. Was ist denn Ditte? Magma-Anomalie. Das ist auch gar nicht der Boss, das ist so ein Spuck und Schluck. Alter, ganz schön aggro, die Viecher. Okay, schön auf Distanz bleiben. Okay, das hat sogar schon gereicht. Aber wir kriegen die Blätter nicht mehr mit. Aber krass, dass hier dann plötzlich einfach eine Palme wächst, die wir nicht fällen können. Wir können nicht mal mehr die Mana-Perle mitnehmen. Hier könnte halt locker nochmal irgendwo ein Lagerfeuer sein. Das ist halt voll der Laufweg dahin. Was man da machen kann, keine Ahnung. Du hast Angeln und Reinspringen probiert? Okay. Lass mich raten, es war beides nicht sehr erfolgreich. Okay, die Eier können wir halt auch nicht mitnehmen. Aber vielleicht Fell. Yep. Works. Gut, wir müssen da auf jeden Fall nochmal wiederkommen und Loot holen. Beim Reinspringen liegt die Leiche dann auf der Lava. Spannend. Ich probiere es jetzt nicht aus. Ich habe dafür zu viel Loot. Ich weiß nicht, ob ich da vernünftig wieder rankomme. Oh. Ja, moin. Sehr schön. Dann kommen wir auf jeden Fall wieder, aber auch das Teil kriegen wir gerade nicht mehr ins Inventar. Okay, das war sehr unspektakulär. Da war einfach nichts. Nicht mal Pilze oder so. So, und dann sind wir doch auch schon durch, oder? Dann können wir hier die Brücke runterlassen. Da kommen wir auch nicht rüber. Da gibt es auch keine Verbindung mehr hin. Und da ist auch einfach ein Lagerfeuer. Traumhaft. Das läuft. Das war doch einfach eine richtig gute Tour. Können wir den ganzen Kram einmal wegpacken. Und dann stratzen wir nochmal kurz hoch. Ein bisschen Fleisch und Knochen mit. Kurz überlegt, ob ich den Zaun mitnehme und dachte mir so, nee. Gerade halt voll keinen Bock drauf. So, hinab. Schauen wir, was uns erwartet. Fünf zum Öffnen. Okay. Oh,
ist es kein... Easy. Das war richtig billig. Das war halt richtig, richtig entspannt. Aber okay. Ja, okay. Hier weiter rumgucken lohnt auch gar nicht, ne? Also hier gibt es wirklich immer nur die Dinger und... Naja, okay, ich kann hier auch eh gar nichts targeten mit der Axt, okay. Läuft. Aber nice, dann haben wir auf jeden Fall den nächsten Turm schon mal sicher. Beziehungsweise den nächsten Monolithen. Nicht Monolithen, Obelisken meine ich. Dann mit dem Boss, der noch kommt, der sollte ja auch so ein Teil droppen. Haben wir dann auf jeden Fall einen Turm und einen Obelisken sicher. Das ist ziemlich gut. Jetzt mache ich den Zaun doch platt, ne? Ja, aber ich sollte nicht weglaufen. Weil wir wollten hier eigentlich noch Loot sammeln. Gerade überlegt, ob da oben noch irgendwo was lag. Aber nee, das eine Ei, was wir nicht mitnehmen konnten, war hier, irgendwo hier unten. Glaube ich. Glaube ich? Ich weiß es nicht. Ja, da war's. So, und dann ist oben noch Grünzeug und Mana. Können wir den Baum eigentlich fällen? Nein. Den Bambus können wir halt umholzen. Dass das hier dann so fixe Spots sind, die man nicht targeten kann, das stört mich irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber der Baum muss weg. Vielleicht auch der Stein. Man hier irgendwo... Okay, nee, auf den Dingern graben bringt auch nichts. Nee. Ach, mir juckt die Nase. Gut, dann gehen wir einfach mal wieder... Dann gehen wir jetzt wirklich hier hin. Der Boss wird wahrscheinlich in dem Canyon sein, nehme ich an. Oder ist noch ein Radio? Voll übersehen bislang. Ich bin halt schwer dafür, wir hören ja, uns irgendwann nochmal alle Radios an. Das kann man nämlich in der Collection machen. So bin ich denn, ich muss runter. Wenn wir die alle zusammen haben, am Ende irgendwie. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Dann kann ich das auch mal einmal auf eine vernünftige Lautstärke stellen. Willkommen in Biberspitze, Einwohnerzahl 23. Wenn Biberspitze immer noch ein Codewort für Reizwäsche ist, finde ich Einwohnerzahl 23 sehr verwerflich. Aber okay. Muss ja jeder selber wissen. Hast gerade was super, super Gemeines gefunden? Spoil das mir bitte nicht. Ich habe gerade auch was Gemeines gefunden, nämlich einen Strommasten. Der muss hier ganz dringend weg. Hier geht's so nicht. Was ist denn das eigentlich? Ah, auf jeden Fall kaputt. Schickst es auf Discord, das ist auch kein Spoiler. Hat was mit einem Strommast zu tun? Okay, dann will ich's wissen. Schau mal nach. Ja, warte, ich muss hier kurz noch was zerlegen. Das ist wichtig. Noch kurz das Gebäude leer räumen. Das ist von elementarer Wichtigkeit. So. Dann... wo habe ich den Discord? Oh wow. Okay, ist einfach ein Strommast auf einer... warte, ich kann das einblenden. Hold up. Ja. Ist halt einfach ein Strommast auf einer Insel, an den ich halt niemals rankommen werde. Gut. Passiert.
Oh nein. Das wird dauern. Denn dieses ganze Gebäude ist aus Holz. Wir hätten auch durch die Wand gehen können, aber ich wollte den Zombie platt machen. Wenn Sie auf irgendwelche unbekannten Pflanzenarten treffen, halten Sie Abstand und kontaktieren Sie die Liquidatoren oder so. Salat, Gewürze. Wow, Keramik. Nun. Dann progressen wir mal und zerlegen dieses ganze Ding. Und das sollte reichen, um Level aufzusteigen. Apropos, müssten wir bei 31 nicht noch irgendwas freigeschaltet haben im Skilltree? Hab ich das vergessen? War das das Gewehr? Nee, das Gewehr war vorher, oder? Gleich mal gucken. Einfach so, ja, Wände sind mit dem Baseballschläger langsamer, aber ich habe halt gerade überhaupt keinen Bock, ständig zwischen der Axt und dem Baseballschläger zu wechseln. Einfach nein. Gibt es außer dem Baseballschläger auch andere Zertrümmerwerkzeuge? Ja, am Anfang eine Brechstange und später kommt noch so ein Vorschlaghammer, den habe ich aber noch nicht. Und vielleicht auch noch mehr, keine Ahnung, aber das sind die Sachen, von denen ich weiß. Vergessen habe. Ja, Brechstange haben wir sonst bislang. Und den Baseballschläger. Gibt auch noch einen Late-Postgame-Teil. Ayo, ich glaube, das habe ich auch schon irgendwo. Ich glaube, das Bild davon habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, was es macht. Ich glaube, das war auch mit dem Presskit drin. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Gut. Eigentlich wollte ich das Radio haben, aber wir können auch erst alles um das Radio drumherum kaputt schlagen. Das ist schon in Ordnung. Kann man so machen. Oh, wir haben voll lange keine Basketballkörbe mehr gesehen, oder? Die können wir inzwischen auch locker platt machen, oder? Ja, easy. Alright, dann ist das Haus doch auch schon fast weg. In Wirklichkeit mache ich jetzt kurz das Bett. Kleiderständer und das Ding und das Ding und dann können wir wirklich mal auf die Axt wechseln. Dann ist das nämlich tatsächlich pro Wand nochmal einen Schlag weniger und dann geht es zumindest ein bisschen fixer. Ah, Level 32. Nice. Was bekommen wir? Stahlhelm. Okay. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber gucken wir gleich mal. Also im Moment brauchen wir eh unsere Pelzkappe, aber... Na komm, wir sammeln erstmal den ganzen Schrott auf. Und setzen uns dann ans Lagerfeuer. So. Oh, da oben kommt noch ein Haus. Bin mal gespannt, ob das auch aus Holz ist. Horta? Ist Wurfschaden eigentlich auch, also zählt das auch für die Minen? Ja, ne? Bestimmt. Aber mehr EP. Ist erstmal wichtiger. So. Stahlhelm muss hier oben sein. Braucht Titan, was Sinn macht. Ist ja auch ein Stahlhelm.
Dass der auf der ersten Stufe Titan braucht und nicht Stahl, ist vollkommen logisch. Schadensablenkung 100. Schaden abblocken plus 18%. Das Ding ist ganz nice. Ach, den seltenen Kompaktor hatten wir bekommen, ne? Ja gut, dann können wir tatsächlich erstmal nichts machen. Das ist okay. Schauen wir weiter hoch. Natürlich ist es ein Holzhaus. Wie könnte es anders sein? Wollen wir vielleicht erstmal den Boss machen? Du bist doch locker ein Springer, oder? Nee, du bist ein Fatty. Das war sehr entspannt. Oh, Gummi. Nice. Ich durchsuche zumindest mal und mache den Zombie platt und den Rest machen wir da. Ah, wobei, das Ding ist so klein, Alter. Aber Wände. Wände dauern natürlich, ne? Einmal Gewürze und Kartoschkis. Ich will eigentlich nur den Kühlschrank kaputt hauen, aber... mal kurz eine neue Tür. Nehmen eben fix die Keramik noch mit. Ja, wobei, da kommt eh noch neue dazu. Passt schon. Schmeißen das kurz weg und kommen gleich wieder. Das Auto steht da halt echt ungünstig. Kann man nicht anders sagen. Da oben ist noch eine Hütte. Da ist noch ein... Gott, hier ist noch voll viel Stuff. Ist noch voll das Riesengebiet. Da waren wir noch gar nicht. Warum eigentlich nicht? Da hätten wir nochmal einen Schlenker rummachen können. Naja, nicht jetzt. Okay. Pilz. Hundi. Okay, gut, dann kommen wir halt angepilzt. Eigentlich, der wittert uns auf die Entfernung nicht. Meistens sind die ja eher so minder intelligent. Hier ist eine Kiste. Okay. Dann direkt mal den Weg clearen. Da ist auf jeden Fall eine Menge Gestrüpp im Weg. Der Baum kann da bleiben. Okay, wir kommen von hier. Der Baum kann da nicht bleiben. Der Busch steht da halt auch richtig mies. Okay, also solange wir auf dem Weg laufen, ist halt eigentlich alles easy. Ja, machen wir direkt mal. Sollte eigentlich... Ah, das Auto ist halt doof. Aber okay. So, verlassen. Und Sprint abwärts. Was, abwärts? Aufwärts. Nicht abwärts. Wow. Holz und Keramik? Das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Aber okay, zumindest haben wir es gemacht. Oh, Brunnen. Was hättest du denn gerne? Stoff und Plastik. Okay. Na, hier ist ja rechts gleich eine Hütte. Dann gucken wir doch mal, ob wir da Stoff und Plastik finden. Fall Schreihals. Also Stoff auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich einfach ein formschönes Bett.
Plastik könnte in den Kisten sein, jawohl. Okay, das ist die Waschmaschine, dafür brauchen wir das Ding. Ja, da kommt glaube ich auch noch Plastik bei rum, ne? Ja. Safe. Gut, dann machen wir mal den Brunnen. Und wir haben die Auswahl zwischen Elektronikteilen, Steinen und Pilzen. Ich glaube, das sind safe die Elektronikteile, oder? Also Steine und Pilze. Meine Elektronikteile haben jetzt halt auch 150 fast, aber trotzdem. So. Nochmal den Doggo erledigt. Den Schlenker haben wir kurz mal hier runter. Hauen nicht das Rentier. Ich wollte da tatsächlich nur die Map aufdecken. Oh, wir können das Auto noch durchsuchen. Ah, Stoff. Gut, machen wir alles bei Gelegenheit. Oh, die Sonne geht auf. Oh, da ist noch ein Fishing-Spot. Wir haben aber überhaupt keinen Platz. Das ist natürlich ungünstig. Wir müssen vor dem Boss eh nochmal auslagern, glaube ich, ne? Wäre schon sinnvoll. Ich gehe nicht davon aus, dass hier ein Lagerfeuer kommt, oder? Na, wobei, wir müssten halt schon relativ weit zurücklaufen, sonst. Ich sprint mal kurz runter und guck mal. Uff, aber nicht da. Schon mal hier sind, nehme ich auch direkt die Kante mit. Okay, wir können den Stein halt eh nicht mitnehmen. Kein Platz dafür. Kann da auch kurz da bleiben. Da ist auf jeden Fall noch ein Zombie hier. Hello. Biberspitze, ja, weg mit dem Schild. Kein Lagerfeuer für uns. Doch! Sehr schön. Das passt sich doch in der Tat ganz gut. Auf allem ist das Haus zu zerlegen dann deutlich entspannter. Und direkt noch eine Angelstelle. Na guck mal, dann angeln wir hier jetzt noch einmal fix. Und oben auch gleich noch. Und dann... Dann machen wir den Boss. Hinter Tag schon crazy. Okay, er ist auf jeden Fall wieder hochmotiviert dabei. Das ist in Ordnung. Da haben wir ja kürzlich erst relativ viel verballert. Krass, haben wir jetzt einfach vier Sorten Fisch rausgezogen? Ja. So, jetzt müsste... Ist immer noch nicht leer. Crazy. Ah, jetzt. Okay. Einmal Eier... So, wo war der andere Angelspot? Ah, jetzt können wir den Stein... Ne, können wir nicht, weil ich die Angel gegen den Baseballschläger getauscht habe. Ja, schade. Also ich könnte es jetzt zurücktauschen, aber ganz ehrlich, das ist mir der eine Stein einfach nicht wert. Einfach no. So, hier? Jawohl. Nee. Falls wir jemals um den Baum rumkommen. Irgendwas Spannendes rauskriegen. Knochen. Okay, spannende Angelstelle. Okay.
Knochen und Pilze. Fell. I'll take that. Okay, die dritte Sorte Pilze. Was ist das denn? Reis. Samen einer bestimmten Süßgrassorte, die man vor dem Verzehr kocht. Reis lässt... Okay. 125 Fische gefangen. Cool, die zählen tatsächlich als Fische. Spannend. Okay, wir haben Reis. Fancy. Mal gucken, ob wir den anpflanzen können. Dann, ob ein so ein Teil zum Pflanzen reicht. Hm. Spannend. Ja, cool. Jetzt haben wir halt auch schon wieder keinen Platz mehr für das blaue Auge. Was sind das? Blaue Augen? Vom Boss? Blaue Herzen? Blaue Murmeln? Wie heißen denn die Dinger? So, wir haben immer noch die Angel ausgerüstet. Lass mal nicht machen. Lecker Flussreis. Ich wüsste nicht, was gegen den Flussreis spricht. Wir können das Mana schon nicht mal mehr mitnehmen. So. Das einmal dahin. Das einmal hier hin. Und dann kümmern wir uns nächste Folge tatsächlich mal um den Boss, der da steht. Und bis dahin mache ich auch im Stream eine kurze Getränkerückgabe und bin gleich wieder da. Und ja, auf YouTube später. Vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.